Diese Ausstellung im Licht von Amarna, 100 Jahre Fund der Nofretete, ist das erste Mal, dass die staatlichen Museen, der Ort, an dem nach der Fundteilung die 5.500 Objekte aus der Grabung aufbewahrt wurden, erst möglich seit dem Fall der Mauer. Denn auch die Sammlung des Ägyptischen Museums war getrennt zwischen Ost und West. Und erst mit dem Bau des oder dem Wiederaufbau des neuen Museums, in dem wir uns hier befinden, ist das Zusammenführen der Sammlungen möglich. Und die Forschung hat komplett neu eingesetzt. Die Faszination von Amarna ist immer damit verbunden, dass Amarna als die erste monotheistische Religion der Menschheitsgeschichte beschrieben wird. Es ist charakterisiert von der nur 17 Jahre dauernden Zeit von Amarna als Pharaonensitz, als Königssitz. Es ist charakterisiert davon, dass König Echnaton eine neue Religion gestiftet hat, die Anbetung des Lichts, und er damit eine ganz herausragende Sonderstellung in der Reihe der Pharaonen hatte. Und nach 17 Jahren Regierungszeit mit seinem Tod bricht das alles ab. Und wir wissen, dass diese Stadt dann auch nach und nach sich wieder entvölkert hat und auch verfallen ist. Und dass dieses Mythos Amarna, das Untergehen der Religion und das Untergehen dieser Kultur, hat immer die Faszination der Menschen auf sich gezogen. Warum er das eingeführt hat, ist nicht wirklich, da gibt es auch sehr unterschiedliche Theorien. Eine ist, dass er aus dem Denken seiner eigenen Machtfülle heraus eine Konzentration auf seine Person bezogen hat, denn Aton war nicht anzubeten, ohne durch den Pharao vermittelt zu sein. Es war immer damit verbunden, das Anbeten des Pharao als der Mittler zu Aton. Da ist sicherlich ein Indiz drin, aber wir wissen es nicht. Warum geht alles wieder unter nach 17 Jahren? Warum wird das alles dem Untergang der Geschichte anvertraut, der Natium Memoriae? Auch da ist es reine Spekulation. Eine kann sicherlich in die Richtung gehen. Religion hat keinen Zauber mehr. Religion hat keinen Zauber mehr, wenn es nur das Licht ist. Wenn das Licht der Gegenstand der kultischen Verehrung ist, dann ist Nacht gleichbedeutend mit Nichtanwesenheit des Gottes, mit Untergang, mit Tod. Und insofern ist sicherlich eine spekulative Überlegung, dass diese Religion vor allen Dingen, weil sie so abrupt kam, weil sie sich nicht evolutionär entwickelt hat in der Bevölkerung, als allmähliches Wachsen, dass sie der Bevölkerung zu wenig bot. Vielleicht lag es daran.